Habt ihr auf eurem Windows-Rechner auch schon mal Dateien gelöscht, die ihr eigentlich noch gebraucht habt? Dann gucken wir uns heute mal einen Weg an, wie man diese wiederherstellen kann. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hebis Tech Lab, wo wir uns heute mal anschauen, wie wir gelöschte Dateien wiederherstellen können. Und zwar mit einem neuen Tool, das direkt von Microsoft kommt, nämlich dem Windows File Recovery Tool, das ihr euch direkt über den Microsoft Store installieren könnt. Einzige Voraussetzung dafür ist, ihr braucht Windows 10 in der Version 20.04. Also ihr braucht das Mai-Update entsprechend, was noch nicht auf allen Systemen verfügbar ist. Aber wenn ihr dieses Update habt, dann könnt ihr das Paket entsprechend installieren bzw. die App und dann auch entsprechend starten. Was ist das Windows File Recovery Tool? Es ist ein CLI-Tool, das heißt, ihr müsst es über die Konsole bedienen, gibt jetzt keine grafische Oberfläche in dem gleichen oder sonst was, sondern ihr müsst ein wenig tippen. Wichtig ist, bevor wir mit dem ganzen Recovery-Prozess starten, eine Grundregel, egal ob ihr das jetzt mit dem Microsoft-Tool macht oder mit anderen Tools wie beispielsweise TestDisk, was ich in der Vergangenheit verwendet habe, was ich auch in die Videobeschreibung unten reinpacke in den Link, ist es so, wenn ihr eure, sagen wir mal eure C-Partition, also da wo euer System drauf läuft oder eine andere Festplatte, wenn ihr da Dateien sucht, dürft ihr die Dateien nicht auf diesem System wiederherstellen. Das heißt zum einen, ihr braucht einen zweiten Datenträger, eine zweite Festplatte oder wie auch immer, wo ihr diese Daten dann hinschreiben könnt. Zum anderen ist es so, wenn ihr Dateien gelöscht habt, ist in der Regel die Chance, dass ihr danach die Datei wiederherstellen könnt, relativ groß, sofern ihr allerdings nicht im Vorfeld bzw. zwischen dem Zeitpunkt, wo ihr die Datei gelöscht habt und sie wiederherstellen wollt, Dateien geschrieben habt bzw. Informationen geschrieben habt. Klassisches Beispiel, wenn ihr zum Beispiel eine Datei löscht und ihr installiert dann eine Software, mit der ihr das Ganze wiederherstellen könnt, dann kann es durchaus passieren, dass ihr Sektoren auf der Festplatte, wo diese Dateien liegen, überschreibt. Das heißt, startet solche Software dann am besten von einem anderen Datenträger aus, beziehungsweise ladet sie von einem anderen System runter, beziehungsweise direkt auf einen anderen Datenträger, davon dann starten, dass ihr nicht die Gefahr läuft, irgendwelche Informationen zu überschreiben, die lokal auf eurer Platte dann liegen. Wenn wir das Ganze jetzt mal durchspielen, in dem Sinne, ich habe hier einen Ordner, wo ich ein paar Bilder von der letzten Wanderung drin habe und ein Bild habe ich jetzt einfach mal hart gelöscht. Das heißt, dieses Bild existiert nicht mehr, es liegt nicht im Papierkorb, das heißt, ich kann es über die normalen Windows-Bordmittel nicht wieder herstellen. Was ich jetzt mache, ich starte einfach das Windows File Recovery Tool und dann sehe ich hier schon ein paar Beispiele definiert, was ich wie eingeben kann, wie die Konsole funktioniert und gebe jetzt einfach dann entsprechend die Parameter ein, ähnlich wie es in den Beispielen definiert ist, das heißt WinFR. Dann möchten wir das Ganze von der C-Partition wiederherstellen, von der C-Platte, also geben wir einen C-Doppelpunkt und das Ganze möchten wir dann auf Laufwerk H wiederherstellen, das ist ein Netzlaufwerk im Ordner Recover und jetzt geben wir einfach dann noch am Ende ein Slash N an. Slash N heißt letzten Endes, dass wir einen Filter mit angeben, nach dem wir suchen wollen. Das heißt, wir wollen ja nur innerhalb eines bestimmten Ordners jetzt nach gelöschten Dateien suchen. Das ist jetzt bei mir eben Users, Stein, Documents und dann den TechLab-Testordner, wo meine Bilder drin sind, die ich entsprechend gelöscht habe. Und dann drücken wir einfach auf Enter. Dann dauert es ein wenig, dann kriegen wir eine Information gelistet, was er jetzt alles tut. Das heißt, was unsere Quellverzeichnis ist, wo er die ganzen Daten dann hinspeichert, beziehungsweise Dateien, die er wiederhergestellt hat, beziehungsweise gefunden hat. Wir haben dann entsprechend einen Filter, der auf unseren Ordner dann definiert wird, den wir jetzt spezifiziert haben. Wir machen keinen Extension-Filter hinten dran. Das könnte man zum Beispiel dann mit Slash Y machen und einem Doppelpunkt und einer Komma separierte Dateiendungen. Das heißt, wenn ihr eine Bilddatei gelöscht hat, eine PNG oder eine JPEG zum Beispiel und nur die wiederherstellen wollt, könnt ihr hieran entsprechend das Ganze dann filtern und dann wird euch der Prompt fragen Continue
und hier gebt ihr einfach dann ein Yes ein, damit das Ganze fortgeführt wird. Und jetzt wird eure gesamte Platte gescannt nach Dateiinformationen, die euren Filterkriterien entsprechen, und alles, was jetzt gefunden wurde, wird dann auch entsprechend ausgegeben. Nachdem das Ganze jetzt durchgelaufen ist mit dem ersten Pass, wo ihr eure gesamte Festplatte jetzt dann basierend auf euren ganzen Filter- und Wiederherstellungskriterien dann scannt, versucht er jetzt praktisch dann die Dateien entsprechend wiederherzustellen und kopiert die dann entsprechend in das Zielverzeichnis einfach rein. Ihr habt dann immer eine entsprechende Dateistruktur bzw. Ordnerstruktur, wo ihr dann die verschiedenen Dokumententypen ablegt, sei es jetzt Dokumente, Bilder oder sonstige Dokumente, und könnt dann von da eure Dateien wieder anschauen bzw. weiter bearbeiten oder wieder einfach dann zurückkopieren. Ist ein sehr simples Tool, ist konsolenbasiert, das heißt keine UI oder sowas in die Richtung, aber für Dateien, die man eben mal verliert, aus Versehen löscht etc. eine sehr coole Methode. Wie gut das jetzt geht, gerade bei größeren Dateien, ob die einfach wiederhergestellt werden können, habe ich im Detail jetzt nicht testen können. Lasst mir gerne mal euer Feedback da, wie ihr das Ganze seht. Ich habe ein paar Kleinigkeiten damit rumgespielt, verschiedene Sachen probiert. Und es ist ein sehr rudimentäres Tool, sage ich mal. Also Testdisk zum Beispiel ist da auf den ersten Stehgreif, glaube ich, deutlich umfangreicher, weil man hier auch dann ein komplettes Filesystem scannen kann, beziehungsweise auch ganze Partitionen wiederherstellen kann. Das habe ich jetzt nicht gefunden, dass das mit dem Tool auch geht letzten Endes. Es ist eben nur ein File Recovery Tool, aber ich glaube, für die meisten Leute sollte das einfach dann reichen. Wie gesagt, wenn ihr ganze Partitionen wiederherstellen wollt, guckt euch mal Testdisk an. Ich packe es, wie gesagt, in die Videobeschreibung unten rein. Wenn ihr wollt, mache ich dazu auch gerne mal ein Video, wie man mit diesem Tool umgehen kann. Ansonsten, ja, war es das mit dem Video. Lasst mir gerne Feedback da, wie ihr das Ganze gefallen habt, ob ihr auch mal es benutzt habt bisher schon, beziehungsweise ob ihr auch mal Dateien gelöscht habt, die wiederherstellen wollt, beziehungsweise das auch irgendwie dann geschafft hat. Freue ich mich sehr über euer Feedback. Ja, ansonsten, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal für mehr Content. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten geben mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Und jetzt sage ich auf jeden Fall lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, einen schönen Restsonntag noch und bis nächste Woche dann. Tschüss!